Ich bewundere sein Durchhaltungsvermögen und dass er sich durch nichts abbringen lässt von der Aufgabe. Er hat ja Pläne geschmiedet, wo wir manchmal gesagt haben, es ist viel zu weitsichtig gedacht. Der erste Initiator in Sachen Berufsausbildung in Enugu, Nigeria, war eigentlich Dr. Obiora Ike von der dortigen Stadt, weil damals in Afrika begonnen wurde, in dieser Stadt, wo wir tätig sind, mit einem Berufsausbildungszentrum. Sie haben ein Haus gehabt, wo sie mit dieser Ausbildung beginnen wollten. Aber es ist leer gestanden und war schon wieder fast abbruchreif. Der damalige Leiter hat gesagt, wir brauchen dich. Ja, dann sind wir einige Mal auf Besuch gewesen. Immer wieder haben sie sich bedankt, dass wir die Mühe auf uns genommen haben, zu kommen. Das war für mich sehr prägend. Im Jahre 2000 bin ich dann in Pension gegangen. Und da hat er wieder gesagt, wir brauchen dich für unser Zentrum. Ich habe dann gemeint, es geht 3 Jahre vielleicht. Aber inzwischen sind es 20 Jahre geworden. Und ich war etwa 75 Mal unten, immer Schritt für Schritt. Sozusagen haben wir dieses Berufsausbildungszentrum aufgebaut. Also unser Center heißt Oluwaka Diima Vocational Technical Training Center. Und das ist einheimisch ausgedrückt, Handwerk hat Zukunft. Viele junge Menschen suchen eine gute Ausbildung. Auch den Eltern ist es sehr wichtig, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Ja, das ist eigentlich die Zukunft auch dieser Länder. Das Zentrum befindet sich am Stadtrand von Enugu, ein sehr armes Viertel, etwa 70.000 Einwohner, ehemaliges Kohleabbaugebiet, das die Engländer damals entdeckt haben. Viele junge Menschen wohnen dort, die dringend eine Berufsausbildung brauchen. Was wir bringen, ist Genauigkeit. Was sie uns geben, ist diese große Dankbarkeit und diese Fröhlichkeit und das feste Feiern. Das Verständnis, dass die Menschen einfach ein bisschen anders sind wie mir, die Mentalität, das muss man einfach akzeptieren. Ich freue mich so über sie, dass die Menschen so bunt sind. Also sie sind ganz anders wie mir und das finde ich so spannend. Aber es ist so toll, wenn wir uns verbinden zu einem Gemeinsamen. Das ist sehr schön. Das war für mich eigentlich eine perfekte Antwort, wie man Mission leben kann. Für uns ganz konkret, weil wir die Möglichkeit haben dazu. Das hat sich so angeboten und ich war froh darüber. Wir sollen ja nicht einfach nur das Leben genießen, obwohl es so schön ist. Wir müssen schon hören, was ist es der Wille Gottes, was sollen wir bewirken mit ihm zusammen. Man muss also wirklich hier auf den Herrn vertrauen und das versuche ich auch zu tun. Mein Mann war oft dann in Enugu, also wochenlang auch. Ich habe auch nicht immer gleich gewusst, wie es geht. So. Ich habe schon müssen Gottvertrauen pflegen, dass es gut geht. Ich bin nur ein Techniker, aber die Marianne kann sich sehr gut ausdrücken. Sie ist planbegabt, sie kann Englisch und Französisch. Wenn man zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt, mit den Fähigkeiten, die man mitbringt, die du hast und die ich habe, dann gelingt etwas. Dass man nicht immer meint, man muss immer alles gemeinsam machen, sondern auch dieses Selberstehen als Mann und als Frau. Also es gibt auch das Einzelne und das Gemeinsame. Und das Einzelne haben wir da auch gut gelernt.
Wir haben 5 Kinder und das sind fünf junge Familien und zusammen 16 Enkelkinder. Bin dann die sagt, ja, Hugo, weißt du nicht, wie alt du bist? Wir müssen langsam überlegen, wie können wir uns zurücknehmen. Und dann sagt er, ja, ja.